Hat er das, will er das umgestalten? Und will die Karte ein bisschen zusammenschieben, also so Freiräume rausmachen, die Städte alle ein bisschen aneinander rücken. So mit so ein paar Spielentwickler-Tricks gibt es ja da, dass die Welt trotzdem riesig wirkt, aber ja, die Städte eigentlich gar nicht so weit auseinander sind. Und dafür die Karte noch ein bisschen größer machen und dann so verschiedene Biome einführen will. Verschiedene Abschnitte, Kartenabschnitte sozusagen, die auch dann andere Levels erfordern, die gefährlicher sind mit Bestien und verschiedenen anderen Fraktionen, die dann höherlevelig sind sozusagen. Und ja, ich finde das eigentlich ganz coole Idee. Wird sich zeigen, was daraus wird. Wir warten hier eigentlich gerade nur auf Graui. Warum auch immer. So, ich muss mal kurz ein Schlückchen trinken. Läuft er überhaupt noch? Ja, er läuft noch. Mensch. Und er sieht auch schon die Stadt. Da unten sind Feinde. Die knöpfen uns doch gleich mal vor. So wie sie sind. Lauf doch mal hier runter. So wie sie sind, gehen wir jetzt auf diese Feinde ein. Und Graui. Na, bringe uns dahin. Ja, Graui müssten wir ja wieder irgendwo in der Nähe postieren, weil wir es sicherlich nicht gewinnen werden. Er läuft und... Wo sind denn die Feinde? Ach, da oben. Was ist das? Dust Bandit. Ja, ja, ja. Ja, na gut, bis hierhin kann er Graui schon noch latschen. Das sollte kein Problem sein. Ich schätze auch fast, die Wachen haben das schon längst spitz bekommen, dass hier Feinde kommen. Und wir werden nicht lange gegen sie kämpfen müssen. Aber mal sehen. Mal ein bisschen Gas. Ist gut, dass man hier die Zeit, die Geschwindigkeit verändern kann. Sonst müsste man ja manchmal wirklich ganz schön lange zusehen, wie sich die Mäntel da hin und her bewegen. Aber... Na komm. Oh, Teichi, wo willst du denn schon wieder hin? Ihr sollt doch kämpfen. Ja, wie es ist, wir werden jetzt wieder kläglich eingehen, schätze ich hier mal. Obwohl, der Mago könnte vielleicht ein paar Hits landen. Aber ja, Majus hat den ersten Skill auf 10. Yay! Blutet dafür tierisch. Obwohl, vorhin hat man 7 beim Bluten. Teichi hat auch schon wieder 3,5, naja. Es sind auch recht viele, muss ich dazu sagen, ne? Mago kämpft hier nur gegen 2, Teichi nur gegen 1. Geht aber wieder als erstes down. Pech wahrscheinlich ein bisschen gehabt. Und hat ganz schön was wieder auf den Brustkorb bekommen. Teichi liegt noch nicht im Sand. Oh, er hat einen umgehauen. Meine Fresse, Teichi, du bist ja... Ach nee, ich war das, okay. Verwechslung pur. Ich habe einen umgehauen, meinen ersten Kill ganz alleine. Aber ich werde gleich aus, ich laufe hier gerade aus ganz schön. Mein linkes Bein ist total kaputt. Oh, Graui, 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 geh weg. Mist. Die haben spitz bekommen, dass hier einer von uns noch mit hochgekommen ist. Weg, 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 weg. Laufe, Graui, du darfst nicht umfallen, Graui. Das wäre fatal. Wenn der Graui stirbt, dann ist es vorbei. Das wäre jetzt fatal. Ich schicke den hier hoch. Damit mir vielleicht... Ah, Mago ist wieder aufgestanden, warum auch immer. Jetzt nicht mehr. Wieder volle Wumme ihn auf den Bauch bekommen. Oh Mist. Minus 60, minus 100. Ah.
Der Maius hat ganz schön ihn mitbekommen. Oh, das ist ärgerlich. Tai Chi geht so, läuft gerade noch aus. Oh. Das ist ja ärgerlich. Tot. Weil er zu viel Blut verloren hat, bestimmt. Minus 75. Scheiße. Kann ich da gar nichts mehr machen jetzt? Also kann ich den überhaupt nicht mehr irgendwie... Mist. Die anderen, bei den anderen beiden geht's noch, aber... Ach, Kacke. Maius hat's ganz schön erwischt. Tai Chi, wo liegt der denn? Schon in der Sanddüne verbuddelt? Ach, das ist ja ärgerlich. Ich werde da mit dem Graui trotzdem nochmal probieren, ob man den vielleicht nochmal aufheben kann, aber... Ach, Mist. Das ärgert mich ja jetzt, wenn wirklich Maius weg ist. Das wäre ja... Das bin ja ich. Das war unser Anfangscharakter. Naja, macht nichts. Dann müssen wir uns halt einen neuen Maius besorgen. ja, passiert, würde ich sagen. So ist das Spiel. Ich habe nie aufgepasst. Ich wusste auch nie, wann man jetzt verblutet und stirbt. Und dass der so ihn mitbekommen hat. Au, das war hart. Obwohl er sich eigentlich gut geschlagen hat. Okay, zwei sind schon mal abgefallen von uns. Da kommen die Wachen. Könnte ich vielleicht Glück haben. Ja, jetzt kann ich gehen wieder. Und mich um die anderen Walskis kümmern. So... Ich probiere gleich mal Maius nochmal aufzuheben, aber der ist auch schon nicht mehr hier in der Liste mit drin. Tai Chi ist aufgestanden inzwischen wieder. Hat sich da ein bisschen regeneriert. Warum auch immer. Aber ich kann halt noch anwählen. Als mit First Aid und so. Mal sehen, was passiert. Ah, komm, lauf zu. Er läuft dann auch schon nicht mehr. Also ich denke mal, Maius ist wirklich, hat gerade wirklich ins Gras gebissen. So schade es auch ist, es könnte daran gelegen haben, dass hier im Shirt da mit Blood Resistance Minus war. Oder Cut Resistance oder so. Ich probiere es trotzdem nochmal. Ah, Mist, nee. Da kann ich nicht mehr First Aiden. Mago kann ich natürlich ohne Probleme hier wieder hochzüchten, das ist kein Ding. Bei Maius bleibt mir eigentlich nur noch übrig, ihn die letzte Ehre zu erweisen und ihn leer zu räumen. Mit allem, was man leer räumen kann. Das Shirt lasse ich jetzt da. Ärgerlich. Ja, Ruhe und Frieden, mein Freund. Ruhe und Frieden. Tai Chi bekommt jetzt dieses Schwert. Hä? Habe ich mir nicht gerade das Schwert von Maius gekrallt? Ach, habe ich in meiner eigenen... Ja, ja. So. 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 Nee. So rum. Hat schon gestimmt. Es hat schon gestimmt. Eigenartig. So. So. Und das noch mit. Irgendwie. Ja, von mir aus so. Nee, nicht so. So ist doof. Meine Güte, man sieht auch immer nie, wo hier die Item-Frame-Ränder sind.
Ja, so wird ein Schuh draus. Ach, wie ärgerlich. Da haben wir unseren ersten Gesellen schon verloren. Ich gehe jetzt aber direkt wieder in die Bar und hole mir einen neuen Kumpan. Wenn Mago dann mal aufstehen würde, endlich. Wunderbar. Auf geht's. Alle, bitte. Tai Chi hat wieder schwer zu schleppen. Selbst Grau I ist jetzt schneller. Mann, 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 du. Trotzdem, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Was ist das jetzt hier für eine Rasselbande? Oh, Sand-Ninjas. Und die zacken mir in Taichi. Das gibt's doch nie. Fort mit dem Krempel, der zu schwer ist. Ach, sein Bein ist ja auch total im Arsch. Wo kamen die denn jetzt her? Graui. Bitte möglichst schnell First Aid, bevor mir der abkratzt. Obwohl, nee, er blutet nicht schlimm. Er regeneriert auch selber schon. Die Sandninjas sind so heavy, ey, das ist gar nicht möglich. Sagen Sie hier die nächste Bande. Geht weg! Ja, das sind so Elite-Truppen, die dann ganz schön reinhauen. Ich versorge den jetzt so sehr es geht. Kacke. Jetzt muss ich zusehen, dass ich wegkomme. Graui ist natürlich recht schnell, aber der darf nie umkippen. Das wäre fatal. Hä? Ich habe irgendwie ein anderes Ziel. Wollen nicht mich. Ich halte mich da jetzt mal ganz dezent raus aus der Angelegenheit und kümmere mich jetzt erstmal um Tai Chi. Ich habe hier vor Schreck erstmal alles weggehauen. So, Graui, heb denn dir mal hoch, damit wir hier wegkommen. Ach ja, das ist wirklich. Ach Mann, das stört mich wirklich ziemlich, dass wir den Majus verloren haben. Mist, 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 Mist. Aber da kann man jetzt gerade nichts dran ändern. Wir können aber wieder in eine Taverne gehen. Und ich hoffe, ich finde da wieder jemanden, der schon Level 10 ist. Überall. Das muss ich mir jetzt wieder in hochzüchten. Majus war schon so gut. Was ist denn jetzt dein Problem, Marco? Du sollst da reingehen. Hast du schon überall Level 10? Nein. Du? Ich soll nichts stehlen. Du? Nein. Was bist du für einer? Hey, dich will ich anheuern. Du siehst cool aus. Mist. Habt ihr noch eine Taverne? Trade, Schwerter. Manchmal gibt es halt noch eine, genauso wie hier. Ja, ich schlepp gerade Tai Chi ja hier hoch, damit die Sache alles ein bisschen entschärft wird. Mich stört's ja so sehr, mich stört's ja so sehr. Ja, du kannst da hinkommen. Der Chi ist aber tot. Oh, Grau, Marco.
Du bist doch schon drin im Haus. Der hier vielleicht? Don't steal anything. Ja, ja. Der ist wieder so ein guter. Brauche ich 2500, aber das lässt sich ja bewerkstelligen. Indem ich... Wie habe ich denn überhaupt? Okay. Das Schwert möchte ich nicht verkaufen, weil... Wir ja... Und so. Nein, weil wir ja hier... Dingens, weil wir jetzt einen neuen bekommen und den möchte ich das Schwert gerne in die Hand drücken, aber den Rucksack, den will ich loswerden. Hallo, loswerden. Kann ich hier keinen Rucksack verkaufen? Mann! Jetzt habe ich ihn weggeschmissen. Liegt der jetzt hier irgendwo? No, I'm sorry. Wo sind die anderen beiden Banausen, bitte? Tai Chi, kannst du jetzt mal selber laufen wieder? Nee. Loot. Okay, ich kann das Schwert verkaufen, was der Mago hat. Ich habe da noch ein besseres. Show me what you got. Aha, aha. So, und jetzt holen wir uns diesen Penner von Higher Assault. So, rein. Ach, Marco. Ist es denn so schwer? Don't steal anything. Yeah, you're hired. Und den nennen wir jetzt Marius. Den zweiten. nee, ich bin... Keine Ahnung, groß. Gerade. Eigentlich nicht so breit. Groß, wie gesagt. Whatever. Hüften, ein bisschen zusammen noch, ein bisschen... Breiter die ganze Sache angehen hier. Füße habe ich auch große. Natürlich keine 56, sondern eine 9. Na, 47. So, ja, ja. Marius der Zweite ist geboren und er hat überall 10er Skill. Ja, das ist doch schon wieder akzeptabel. Halbwegs. Jetzt gehen wir mit Mago wieder hier hoch und mit Marius. Looten wir doch mal einmal den Herrn Tai Chi. Ja, das Drecksschwerter. So, ja, woll. Ich tausche mal die Beden. Marius hat es verdient, das beste Schwert zu haben. Auch wenn er dann wieder sterben wird. Mago, wie sieht's bei dir aus? Diese Shirts sind absolut schlecht. Die nehme ich nicht mehr in die Hand. Tja. Tai Chi kann ja eigentlich auch wieder selber laufen, deshalb... Mach doch mal bitte... Graui, mach doch mal bitte Put Down. Und verarzte dich mal selber. Humpel nie. Ja, na gut, das war ja eine sehr aufregende Folge. Und mit dem Rückschlag, dass wir unseren Original-Anfangscharakter verloren haben. Und ja, dafür ein... neuen Freund begrüßen können in unseren Reihen sozusagen. Ja, möchte ich mich erstmal verabschieden.
Und Grau I hat doch noch den Hut. Den kann er jetzt mal Marius geben. Somit hat er auch einen Hut. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir kommen das nächste Mal besser voran, beziehungsweise lebendiger. Nicht, dass unser Hauptcharakter in Anführungsstrichen, wieder stirbt. Ich freue mich sehr auf hier Seething und Stealth und so. Assassination, Turrets, also Geschütztürme, ja, Science, Engineering, ja, ja, so alles so Sachen, die mich sehr interessieren, wenn sie dann kommen. Na gut, damit danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss!